auf dem Channel. Ich bin gerade bei Yamaha Zentrum West in Oberhausen und wir haben jetzt zur Probefahrt eine XSR 700 und eine XSR 900. Das seht ihr im anderen Video. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der XSR 700. Ich finde optisch geiles Bike. Also ihr habt ja gerade wahrscheinlich gesehen vom Bikeporn her schon, was wie die aussieht und so. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie sich fährt. Also ich werde mich jetzt gleich zum allerersten Mal auf sie draufsetzen und ein bisschen gucken, wie sich das alles anfühlt. Ja, mal sehen. Falls ihr nicht wisst, was für ein Motorrad das ist, es ist ein knapp 700 Kubik Zweizylinder Crossplane Motor von Yamaha. Richtig geil, hat wohl sehr viel Drehmoment. Und der liebe Niklas Wetterhahn hat mir empfohlen, die mal Probe zu fahren. Deswegen sind wir hier und machen das auch. Und dann werde ich heute auch gleich nochmal die XSR 900 fahren. Und da bin ich auch sehr gespannt, was die leistet, denn die hat nämlich einen Dreizylinder-Motor und deutlich mehr Leistung. Wie gesagt, hier haben wir jetzt den Zweizylinder mit, glaube ich, knapp 75 PS. Setzen uns mal drauf. Oh ja, ja, das taugt mir schon so, ja. Die Sitzhaltung erinnert mich ein bisschen an die von SMC, obwohl die SMC, glaube ich, ein bisschen breiter ist noch und näher dran. Also ungefähr so ist die SMC. Man sitzt ein bisschen sportlicher als auf der SMC. Finde ich aber absolut nicht schlimm. Und tut mir leid, Leute, aber wir haben leider nur einen Oripod heute dran bekommen. Deswegen keinen geilen Sound. Aber sprang schon mal super an, ist auf neutral, Tank ist voll. Und ja, ich würde sagen, dann fahren wir los. Der Micha da hinten ist auch schon ready. Ja. Oh, aber ja, schön, okay. Also die ist schön, also das, die geht schon gut so. Ich bin ready, let's go. Und erster Eindruck. Gut. Ja, ne? Fühlt sich auch echt gut an. Ich bin positiv überrascht, auch von der Sitzhaltung und so. Ja, gut. Schön. Wir haben leider ein bisschen beschissenes Wetter abbekommen. Aber machst du nichts, ne? Das Fahrwerk ist wirklich, also ich habe jetzt auch viele Videos geguckt zu der XSR 700. Und da muss ich tatsächlich auch jetzt schon bestätigen, das ist, glaube ich, sogar das 2020er Modell. Und das Fahrwerk ist schwammig. Also man merkt schon wirklich, die wippt vorne so ein bisschen nach. Könnte eventuell ein bisschen abfacken. Vom Gefühl her, die ist vielleicht auch ein bisschen strammer tatsächlich. Ich weiß nicht genau. So, vom Druck her gefällt mir die gut. Also die ist schön. Die drückt schön nach vorne auf jeden Fall. Sitzhaltung mega angenehm, wirklich. Also dadurch, dass man auch so leicht nach vorne angelehnt ist, hat man noch mal so ein bisschen mehr Stützung in den Armen. Dann sitzt man nicht so auf dem Rücken wie auf der SMC. Finde ich geil. Taugt auf jeden Fall. Und das Design, Leute, also wirklich, ich feiere das. Das sieht so geil aus. Wirklich. Feiere ich mega heftig. Ansonsten muss ich sagen, es ist ein geiles Bike. Lässt sich richtig geil hier so ein bisschen hin und her schmeißen. Auch wenn es gerade nass ist. Runterschalten lässt sie sich auch sehr easy. Mal gucken, wie sich das Schaltverhalten ändert, wenn sie warm ist. Ob sich da nochmal was verändert. Ansonsten lässt sie sich auch schön tief drehen eigentlich. Also geht auch mega klar. Oh, und die drückt im dritten Gang richtig schön nach vorne. Ja! Okay, 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 okay. Okay, alles klar. Ja gut, der vierte Gang bei 3.500 Umdrehungen ist ein bisschen zottelig. Aha, also die will so um die 4.000 gedreht werden anscheinend. Okay. Ja, ansonsten, die dreht jetzt, der Begrenzer fängt bei 10.000 Umdrehungen an. Also viel Raum zum Spielen. Und an sich jetzt schon mal erster Eindruck, echt sehr nice, also gefällt mir sehr gut, wirklich. Der Motor gefällt mir soundtechnisch auch, also nur der Motorsound, nicht der Auspuffsound, gefällt mir gut. Wenn man da jetzt da noch einen schönen Pott dran klopft, ranpackt, dann kann das was Ordentliches geben. Also ich habe auch schon geschaut, der SC Project ist fucking sexy, Leute. Also den werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Zweiter Gang läuft auch ruhig noch bei 2.500 Umdrehungen. Entspannt, das ist sehr schön. Hinterradbremse ist, ja, sehr gut. Fühlt sich mega gut an, wirklich. Schön. Also vorne ist sie sehr weich bei mir. Ja, okay. Also wenn ich Gas gebe und dann halt quasi runtergehe, dann merkst du, dass sie so ein bisschen nachwippt. Ja, kommt aber auch ein bisschen. Ja? Ja. Das ist schon hart. Aber hinten ist sie schön. Ach, dieses Fahrwerk, das macht mir echt ein bisschen Sorge. Das Fahrwerk ist unglaublich weich, Leute. Das ist halt... Das ist unglaublich weich, wirklich. Das ist auf jeden Fall ein Manko, finde ich.
Und ich habe da keine hohen Ansprüche eigentlich an Fahrwerk und so, weil ich bin nicht so der Typ, der überkrass schnell sein muss auf der Straße, weil es ist einfach unnötig zu schnell auf der Straße, ist halt einfach gefährlich. Da fahre ich lieber Wheelies. Aber das ist mir schon ein Ticken zu weich, Leute. Unterschied, also ich muss sagen, wow, ja, jetzt fällt es mir auch erst auf, Leute. Also ich habe ja bei der SMC die hydraulische Kupplung und das ist ja jetzt vom Ziehen her wie nix. Also da fühlt sich die Kupplung quasi kaputt an. Und jetzt, wo ich hier, natürlich ist das eine neue Maschine, aber jetzt, wo ich hier die Kupplung so ziehe, muss ich sagen, der Aufwand vom Ziehen ist easy. Oh, jetzt habe ich ihn natürlich gekillt. Sorry. Nice, Marcel. Also wirklich entspannt. Entspannt. So haben, dass ich damit auch trotzdem noch. Wow, okay. Trotzdem auch noch so ein bisschen wheelen können und ein bisschen Spaß haben, auch so. Aber die fährt auf jeden Fall entspannt die 150. Das ist genau das, was ich haben wollte. Beziehungsweise die 120. Dreht die super entspannt. Sehr, sehr, sehr schön. Wirklich. Geil. Okay. Das ist schon mal die erste Anforderung, die ich haben wollte. Das musste sie können, dass sie wirklich in diesen Geschwindigkeiten entspannt fahren kann. Und jetzt will ich einfach nur wissen, ob sie eventuell auch noch Clutch-Wheelies kann, also Kupplungs-Wheelies. Weil ich halt auch wirklich sehr gerne Wheelie fahre und dabei auch Spaß habe. Wow, alles klar? Also man sieht, die F900, die XSR900 ist definitiv einen Tick schneller. Aber ich muss sagen, die 700er fährt sich auch sehr stabil in den Geschwindigkeiten hier und auch wirklich sehr entspannt, also gar nicht mal so unentspannt, wie ich dachte, weil mit der SMC würde ich mir jetzt schon hier einen abrenken und hätte keinen Bock mehr. Und die liegt wirklich schön stabil auf der Straße, es ist geil. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist echt der Sound. Also den Motor, den spürt man schön so unter sich, dass er arbeitet, das finde ich geil, diese Vibration finde ich nice. Zwar nicht so extrem wie bei der SMC, und mit extrem meine ich geil, aber man spürt, dass der Motor hier auch auf jeden Fall am Werkeln ist und geile Arbeit leistet. Der sechste Gang ist jetzt, ja, ich sag mal so, nicht so überzeugend, aber vom sechsten Gang habe ich auch keine großen, also da verlange ich auch nichts von. Das Einzige, was ich vom sechsten Gang haben will, ist eigentlich, dass ich schön stetig 110 fahren kann. Ansonsten ist mir der Rest Latte. Der fünfte Gang müsste schon mehr überzeugen und das tut er auch ganz gut eigentlich. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt schnell beschleunigen will, ich glaube, ich würde den vierten schalten und dann einfach Gas geben. Ja, deutlich geiler. Wirklich. Ansonsten fährt sie sich super. Wirklich super, 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 super. Ah, bin ich durchgerutscht. Okay. Ist doch ein bisschen nass und die Reifen haben nicht so viel Grip. Zieht sehr schön. Nicht so, dass sie einen so richtig überrascht irgendwann in dem Moment. Also wirklich überschaubar, aber so, dass es auf jeden Fall Spaß macht. Ich fahre jetzt ja schon. Wir machen gleich die 1000 Kilometer voll, Leute. Ich fahre jetzt ja schon, ich glaube, 6-7 Jahre Motorrad und definitiv überschaubares Leistungsverhältnis. Aber so, dass es trotzdem echt viel Spaß macht, wirklich. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie die mir ein bisschen zu langsam ist. Gefällt mir schon sehr gut. Das macht Spaß, Leute. Das macht Spaß. Ich habe gelesen, dass die beim Runterschalten manchmal Probleme macht. Aber ich muss jetzt sagen, eigentlich gar nicht. Also die fährt sich super entspannt. Vom Schaltverhalten her und so richtig cool. Also mega gut eigentlich. Wirklich. Stört mich gar nicht. Sehr überzeugendes Motorrad, wirklich, Leute. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr euch holen wollt, ich würde schon fast sagen, Leute, ich empfehle euch die XSR. Die macht richtig Laune, ohne Scheiß. Die macht richtig, richtig Laune.